Ja, hallo und herzlich willkommen bei Teil 32 der FEM-Tutorial-Reihe. Und zwar habe ich hier schon einen Blogbeitrag geöffnet aus Teil 21. Und zwar haben wir da den Zugriff auf FEM über das Internet ermöglicht, mit einem sogenannten Reverse-Proxy, in dem Fall über Apache. Und jetzt kann man natürlich, wie der Name schon sagt, eben über das Internet auf mein Intel NUC bzw. auf euren Raspberry dann zugreifen, anhand der entsprechenden Config, die ich hier dann angegeben habe. Jetzt haben mir einige Zuschauer von euch E-Mails geschickt, dass das natürlich ja immer noch sehr angreifbar ist. Natürlich ist die Verbindung verschlüsselt und so weiter, das heißt, da kann nichts abgefangen werden. Was aber natürlich noch geht, ist eben, dass man ja einfach mit Brute Force Benutzername und Passwort ausprobieren könnte. Das heißt, ich gehe hier auf femhausautomatisierung.com/fem und ja, in dem Fall bekomme ich natürlich jetzt hier direkt die Oberfläche entsprechend angezeigt, weil sich mein Browser mein Benutzer und Passwort gemerkt hat. Aber mit einem anderen Browser, wie zum Beispiel hier dem Safari, muss ich eben hier dann einen Benutzernamen und ein Passwort eingeben. Und wenn ich hier jetzt irgendwas ausprobiere, dann ja, kann ich das eben unendlich lange tun. Also der Apache sagt immer wieder, war falsch, bitte gib das richtige Passwort und so weiter. Und ja, mit den entsprechenden Möglichkeiten oder der entsprechenden Bandbreite kann ich hier natürlich sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten in relativ kurzer Zeit durchprobieren. Und genau das möchten wir in diesem Video jetzt eben unterbinden. Und zwar gibt es ein Tool, das nennt sich Fail to Ban. Das heißt, wenn ich hier in einem gewissen Zeitabstand es zu oft mit dem falschen Benutzer und Daten probiert habe, dann bekomme ich eben eine Firewall-Regel automatisch angelegt, dass ja, mein Login ab jetzt gesperrt ist. Das heißt, man kann dann definieren, auf welchen Ports überall, ob es nur auf Port 443 sein soll oder ob die IP dann eben auf sämtlichen Ports gesperrt werden soll, die hier ihre ja, Brute Force-Attacke gerade probiert. Und ja, das erhöht natürlich nochmal die Sicherheit. Und wie wir das Ganze konfigurieren, möchte ich euch jetzt in diesem Video einmal kurz zeigen. Damit man das hier einmal sieht, was dann genau passiert, habe ich mich einmal hier per SSH auf meinen Rechner hier, auf meinen Intel NUC eingeloggt und in meinem Docker-Container, das baue ich dann anderer Fahrt einfach nur, aber die Dateien sehen genauso aus, werden die Logs eben hier in Apache Logs geschrieben und da wird eben hier so ein Access-Log geschrieben. Da kann ich jetzt hier einmal so ein Tail drauf machen mit minus F und mache hier mal ein paar leere Zeilen rein. Und wenn ich jetzt hier wieder mich probiere anzumelden und auf Login klicke, dann gibt es hier eben einen neuen Eintrag, dass ich das jetzt gerade am 14. Juni probiert habe und ja, dass ich hier eben ein 401 bekommen habe. Das eben, ja, der Statuscode, HTTP-Statuscode für, ja, forbidden bzw. dass man da eben ja keinen Zugriff hat, beziehungsweise Benutzername und Passwort angeben soll. Und was Fail2Ban jetzt macht, ist einfach diese Datei hier quasi dann überwachen, ob in einem bestimmten Zeitraum, weil hier steht ja in der entsprechenden Zeitstempel mit drin, ob in einem bestimmten Zeitraum eben von der gleichen IP-Adresse, die hier vorne natürlich dann steht, so und so viele Einträge dann quasi generiert wurden. Und wenn das der Fall ist, dann wird eben diese IP einfach ausgesperrt. So, und als nächstes installieren wir jetzt Fail2Ban. Das geht natürlich wieder auch über apt-get und einfach hier apt-get install fail2ban. Jetzt hier mein Sudo-Passwort eingeben. Als nächstes müssen wir einmal hier die Config vom fail2ban kopieren. Natürlich mit Sudo und nicht mit Udo. Und können diese Datei hier dann mit vi zum Beispiel öffnen oder auch nano. Genau, und hier ist eben beschrieben, wie ja, die einzelnen Bands vonstatten gehen, wie lange die Bandtime ist und so weiter. Und ja, diese Datei werden wir jetzt eben noch weiter anpassen, damit wir eben auch unsere Apache Access Logs entsprechend analysieren, die dann auch zu Bands führen. Wenn man hier drin zum Beispiel einmal nach Apache sucht, findet man schon sehr, sehr viel. Zum Beispiel auch eben hier, dass er schon ja, entsprechend nach Authentication-Fehlern guckt. Und dann für die beiden Protokolle HTTP und HTTPS, also Port 80 und 443, wobei wir ja nur 443 konfiguriert haben. Und ja, guckt eben in diesen Logpath. Und dieser Logpath ist hier in einer Variablen definiert. Und das sollte bei euch dann eigentlich schon passen. Da ich das aber bei mir in einer Docker-Umgebung laufen habe, muss ich hier den Pfad anpassen, weil ich eben nicht an die Standardstelle logge, die Access Logs, sondern eben ja, in ein von mir definiertes Verzeichnis. Genauso bekommt ihr hier dann noch irgendwelche Badbots und NoScript und Overflows und was weiß ich. Also es gibt hier ohne Ende schon irgendwelche Google Fakebots und so weiter.
Shellshock gab es ja mal als Exploit, das wird dann eben hier auch ja, mit kontrolliert und dann eben entsprechend gebannt. Das heißt, ich würde das hier einfach alles mal fast so lassen erstmal und dann probieren wir es erstmal aus und machen dann später ein bisschen Feintuning, wenn ja, wenn es dann irgendwie zu Problemen kommt. Das heißt, ich werde die Datei mal wieder schließen. Jetzt starte ich Fail2Ban noch einmal neu und kann mir dann zum Beispiel entsprechend den Client-Status holen. Ja, wie wir hier sehen, gibt es aktuell nur ein Jail und das ist im Moment nur SSHD. Das heißt, hier ist irgendwie noch was falsch gelaufen und wir müssen das Apache Jail jetzt eben noch aktivieren. Genau, dazu habe ich jetzt einmal nach etc fail2ban/jail.d gewechselt. Und wenn wir hier reingucken, liegt hier eben auch nur eine defaults-debian.conf und in der defaults-debian.conf steht eben auch nur drin, dass SSHD aktiviert ist. Und hier lege ich jetzt einfach eine neue an. Die nenne ich dann zum Beispiel Apache oder nennen wir Docker, apache.conf. Und da schreibe ich eben auch nur rein Apache und enabled ist dann gleich true. Und das sorgt eben nur dafür, dass das Ganze hier aktiviert ist. Natürlich könnte ich jetzt noch irgendwelche Pfade überschreiben und so weiter, aber die eigentliche Config wird natürlich dann in der entsprechenden Local-Datei festgelegt und hier sagen wir nur, dass das Jail aktiv ist. Obwohl wir hier wahrscheinlich hinschreiben müssen, Apache minus aus. Dann speichere ich die Datei einmal. Warum dann minus aus? Wenn ich nochmal in die jlocal-Datei gucke und Apache suche, finde ich eben nichts. Und ich gebe eben genau das hier einmal an. Das heißt, ja, er möchte hier Authentication quasi machen. Das heißt, wir sagen, der Teil ist enabled und die Config dafür steht eben schon fertig in der Local-Datei. Und die anderen Checks bleiben dann erstmal außer Acht. Natürlich könnten wir in die Datei auch noch alles Mögliche anderes schreiben, wie hier NoScript, Overflows und so weiter, No Home, Bot Search, was weiß ich, und die dann alle enablen. Wir belassen es erstmal bei diesem Apache Authentication Teil. Die Datei verlasse ich hier wieder und starte dann einmal Fail2Ban neu. Genau, nachdem ich den Service dann einmal neu gestartet habe, bekomme ich dann hier bei einem sudo Fail2Ban Client Status, bekomme ich dann hier eben auch, dass wir jetzt zwei Jails haben. Und zwar einmal Apache Authentication und einmal noch das SSHD, was ja vorher schon auch drin war. Wenn wir dann nochmal in die jail.local gucken und gucken, was ist Max Retry, dann bekommen wir eben 5. Und wenn wir innerhalb von 10 Minuten, also 600 Sekunden, 5 Versuche machen, werden wir eben für 10 Minuten gesperrt. So, das Ganze testen wir jetzt einmal. Wie wir sehen, ist aktuell hier auf dem Status von Apache aus ist hier nichts, also keine Treffer und es sind auch keine IPs gebannt. Wenn ich jetzt zurück in den Browser wechsle und irgendwas eingebe, dann sehen wir eben, dass die falschen Daten dazu führen, dass jetzt einmal gefailt wurde. Aber wie wir sehen, werden wir nochmal gefragt. Das heißt, ich mache das Ganze hier nochmal und nochmal und nochmal. Und beim sechsten Mal scheitert das Ganze eben. Jetzt bekomme ich hier keine Rückmeldung mehr. Das heißt, die Verbindung wird jetzt einfach gedroppt. Und wenn wir jetzt hier reinschauen, sehen wir auch, dass meine IP jetzt hier eben gebannt wurde. Und jetzt kann ich keine weiteren Anfragen stellen. Ja, für die nächsten 10 Minuten in unserer Standard-Setting. Und danach werde ich hier wieder aus der Liste rausgenommen und könnte es dann erneut probieren. Und so funktioniert dann eben quasi die Fail2Ban. Also ein Jail führt immer über einen Filter zu einer Action. Ich bin jetzt sogar noch so weit gegangen, dass ich hier den Port 0 bis 65.535 eben zumache. Das heißt, jemand, der das probiert und über über HTTPS scheitert, der darf auf keinem anderen Port mehr bei mir irgendetwas probieren. Für natürlich dann nur wieder die 10 Minuten. Aber ja, das bedeutet, wenn man das hier einmal entsprechend auskleidet, kann man auch Angreifer, die es über HTTPS und irgendwelche Benutzernamen probieren, die schmeißt man dann eben komplett aus dem System raus und erlaubt es dann nicht noch über HTTP oder über SSH oder was auch immer nach außen noch freigegeben ist, sondern ja, sperrt den Benutzer dann eben ganz aus. Ich werde hier jetzt noch ein bisschen Feintuning machen, das heißt, ich stelle jetzt eben die Zeiten noch entsprechend hoch, die Retries wahrscheinlich auf 3 runter, das reicht eigentlich. Ja, so oft werde ich mich nicht vertippen und wenn, dann warte ich eben und dann werde ich die Sperrzeiten eben auch auf ungefähr eine Stunde stellen. Ja, und so kann man eben das System mit Fail2Ban zusätzlich absichern. Nicht wundern, ich habe hier noch eine Ban-Action eingefügt.
Das liegt daran, wenn wir können einmal reingucken. Docker Action Conf. Das liegt daran, dass man bei Docker, dadurch, dass da einzelne Netzwerkinterfaces angelegt werden, beziehungsweise eigene Firewall-Regeln, dass man die eben dann sperren muss. Das heißt, ansonsten kann man, auch wenn in der IP-Table drin steht, dass die IP gesperrt ist, wird dank den Forward-Regeln von Docker werden die Benutzer trotzdem durchgelassen. Ja. Und was ich jetzt noch mache, ist hier eben was hinzufügen, dass ich auch eine Pushover-Notification bekomme, wenn ein Benutzer gesperrt wird. Das zeige ich euch jetzt sofort. Um eine eigene Action anzulegen, habe ich einfach eine bestehende kopiert. Und zwar in diesem Fall jetzt hier die IP-Tables Multiport. Und ja, da habe ich dann eben ein paar Sachen eingefügt. Zeige ich einmal. Und zwar habe ich hier drunter einfach dann eingefügt in einer neuen Zeile bei dem Action Ban. Habe ich User Bin Curl, dann das Token, den User, den Title, die Band IP mit dem Platzhalter und noch über Location Geo IP probiert er dann rauszubekommen, wo die IP herkommt, die gebannt wird. Und schickt mir darüber eben eine Push-Notification. Ganz unten in der Datei habe ich dann noch Username und Token hinterlegt. Und ja, die ich dann eben hier verwende. Das geht einfach in diesem Init-Bereich. Hier unten, da schreibe ich einfach Username gleich. Dann das Username-Ding. Und bei Token das aus der Application. Und dann funktioniert das Ganze auch schon. Also bei Action Ban wird alles, was hier in einer neuen Zeile steht jeweils, also hier ist ein Zeilenumbruch hinter. Und das hier sind alles Leerzeichen. Da wird einfach jede dieser Aktionen ausgeführt und da kann man so viel hinschreiben, wie man möchte. Und statt eine E-Mail zu verschicken oder so, löse ich das Ganze jetzt über Pushover. Funktioniert hier, wie hier gezeigt, schon einwandfrei. Zum Schluss nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung. Und zwar haben wir hier in /etc fail to ban liegen alle Config-Dateien. Die Config-Dateien, um die es am häufigsten geht, beziehungsweise mit der alles startet, ist eigentlich die j.conf. Außer wir haben die kopiert in eine j.local, einfach damit wir hier Änderungen machen können, die ja, nicht von einem Update von Fail-to-Ban überschrieben werden. Wenn wir dann hier die j.local öffnen, finden wir hier oben immer einen Default-Bereich, beziehungsweise am Anfang Includes, das heißt, diese Dateien werden am Anfang einmal inkludiert, die wir hier hinlegen. Die Datei, die hier liegt, hat dann wieder ein Include und so weiter. Und so kann man auch dann ganz leicht irgendwelche Variablen hier erweitern. Genauso haben wir hier dann in dem Default-Bereich Dinge, die für alle Jails gelten. Das heißt hier Ban-Time, Find-Time und so weiter ist dann für alle gleich. Und es wird immer ein Filter genutzt, der genauso heißt wie das aktuelle Jail. Das soll das Ganze ein bisschen vereinfachen. Natürlich könnte man dann hier unten in jedes einzelne Jail quasi noch einen eigenen Filter schreiben. Einzelne Jails sollten dann aber genau in jail.d konfiguriert werden. Genauso habe ich das hier auch schon gemacht. Und zwar habe ich dann hier quasi das gleiche wieder erweitert. Das ist genauso, als würde ich das in die jail.local alles reinschreiben. Aber so ist natürlich übersichtlicher, weil ich dann genau in einem Verzeichnis in einzelnen Dateien sehe, welche denn wirklich aktiv sind. Wir fangen immer an mit enable true, ansonsten passiert gar nichts. Hier habe ich den Port geändert, also überschrieben. Der ist normalerweise wird in dem Apache Authentication Jail wird nur HTTP und HTTPS gebannt. Und ich habe eine eigene Ban-Action eingebaut, damit wir dann eben ja, diese Pushover-Notifications verschicken können. Das heißt, wenn ihr die Datei dupliziert habt, um eben Pushover zu verschicken, dann müsst ihr hier bei Ban Action eben auch den neuen Action-Namen vergeben. Wie schon gesagt, ist in Filter D gibt es auch jede Menge Filter und genauso gibt es hier natürlich einmal unseren Apache. Und da sieht man schon, dass es für jedes Jail gibt es auch wieder eine eigene Config-Datei und in dieser Apache-Aus-Datei zum Beispiel steht dann eben drin, ja, welche Regex-Ausdrücke, also welche regulären Ausdrücke führen dazu, dass das gerade ja, ein Fail war. Und ja, hier könnte man natürlich alles Mögliche reinschreiben. Unser ist natürlich jetzt hier bei, der heißt, der nimmt den Client und guckt dann, ob irgendwo User not found drin vorkommt. Der User darf natürlich heißen, wie er möchte. Und ja, dann wird der Fail-Count eben ein hochgezählt. Und dieser Filter führt dann zu einer Action. Und diese Action heißt bei mir jetzt in diesem Fall Docker-Action. Und hier mache ich eben meine ganzen Docker-IP-Tables-Geschichten, aber ihr braucht das wahrscheinlich nicht. Ihr fügt einfach zusätzlich, wenn ihr Pushover möchtet, diese Zeile darunter ein. Natürlich könnte man hier auch einen Curl-Request machen auf FEM, dass man FEM mitteilt, ey, da hat sich jemand probiert einzuloggen. Das heißt, man könnte Fail-to-Ban dann auch mit FEM verknüpfen, so dass ja, man dann, was weiß ich, die Lampen auf Rot schalten kann im Wohnzimmer, wenn sich jemand probiert, dort einzuloggen und das nicht geschafft hat. Und das war dann eigentlich auch schon der ganze Roundtrip. Ich habe hier noch diese Path-Overrides.local bei mir angelegt.
einfach, weil ich dann die Variable Apache ErrorLog überschreiben kann, die bei mir ja wie gesagt an einer anderen Stelle liegt. Das müsst ihr wahrscheinlich eigentlich nicht machen, da ihr ja bei euch lokal wahrscheinlich den Apache direkt auf dem Raspberry laufen habt und nicht in einem separaten Docker-Container. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Und ja, für Anregungen bin ich natürlich immer offen. Ich finde, Fail2Ban ist ein super, super Tool, gerade um solche Angriffe abzublocken. Und meiner Meinung nach sollte man seinen Zugang ebenso restriktiv wie möglich gestalten und eben keine Möglichkeiten bieten, auch gegen Brute Force-Attacken. Natürlich ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ein Benutzername und Passwort gleichzeitig erraten wird, aber sicher ist eben sicher. Und ja, jetzt ist wieder eine Stufe schwieriger, eben in das System hineinzukommen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.